Wenn der Weber sagt Montag, dann bleibt's beim Montag. Oder habe ich Sie schon noch mal hängen lassen? Na also, aber Moment. Ich will erst mal mit dem Polier sprechen. Anton, geht es okay am Montag? Ja, Herrgott, noch mal, die paar Fliesen werden doch bis Freitag hinhauen können. Was? Ja, die sind doch bestellt, seit Monaten. Mein Gott, gib mal die Bestellung her. Augenblick, das haben wir gleich. Also, hier, 12 Kartons A40 italienische Karre. Bestellt am 17.04. Mein Gott, notieren, Reklamation, Firma Moreno. Schicken Sie Telex, wo die verflixte Karre bleibe. Herr Moser, sind Sie noch dran? Ja, also Montag, das tut mir leid, das geht doch nicht. Ja? Nein? Sind die Blumen an meiner Frau schon raus? Ja. 27 Baccarat, 4 Mark das Stück. Genau wie das letzte Jahr. 27. Heute ist unser 28. Hochzeitstag. Ja, bist du dann mit Schugge? Herrschaft doch mal, wenn man das alles gleich selber macht. Genau wie letztes Jahr. Das ist doch pro Jahr eine Rose. Letztes Jahr waren es 27, dieses Jahr sind es 28 und nächstes Jahr werden es 29. Ja? Nein! Nicht am 29. Spätestens der 12. Herr Moser. Anton? Anton! Mausi. Was soll das heißen? Moment. Herr Moser, ich will zur Armee besprechen, das nächste Woche nach der Gemeinderatssitzung. Eine Rose. Ich weiß. Aber deswegen brauchst du doch nicht gleich einen Aufstand zu machen. Die Margot hat schon notiert. Gell, Margot? Ja, Herr Weber. Deine Rosen. Weißt du, was du mit deinen Rosen kannst? Die kannst du dir in deine Auftragsbücher stecken. Einzeln. Deine Rosen. Eva, wie redst du dann mit mir? Und das an unserem Hochzeitstag? Ich werde noch ganz anders mit dir reden. Was glaubst du eigentlich, mit wem du es zu tun hast? Ich bin nicht einer von deinen Kunden, die du rumschieben kannst, wie es dir in den Kram passt. Entweder du setzt jetzt sofort deine 110 Kilo in Bewegung und fährst mit mir auf die Hochzeitsreise, die du mir vor 28 Jahren versprochen und immer wieder verschoben hast. Oder ich weiß nicht, was ich tue. Eva. Evi, Mausi. Nix, Mausi. Es hat sich ausgemausit. Diesmal lasse ich mich nicht wieder von dir einwickeln. Entweder du kommst jetzt mit oder du kannst sehen, wo du bleibst. Das ist mein letztes Wort. Hast du kein richtiges Taschentuch? Das ist kein Taschentuch, das ist reine Seide. Geht doch die Wimperndusche nicht mehr raus. Das ist auch egal jetzt. Was soll ich denn machen? Es geht halt nicht. Geschäft ist Geschäft. Und jetzt ist Saison. Was kann ich dafür, dass unser Hochzeitstag mitten in der Saison liegt? Ach, das ist wohl meine Schuld. Ja. Nein. Hättest du nicht unbedingt gleich heiraten wollen, sondern noch ein paar Monate gewartet? Im Januar oder Februar ist so eine Hochzeitsreise für unsere Branche kein Problem. Heiraten wollen. Müssen haben wir. Müssen. Wer hat denn nicht warten können? Der fesche Christoph hat nicht warten können. Mein schlankes Buberle. Ich hätte gern gewartet, bis nach der Hochzeit. Nach Venedig wollten wir fahren, weißt du noch? Aber im 7. Monat bist du natürlich nicht mit mir durch Venedig gegondelt. Also gehst du jetzt mit oder nicht? Ich kann unmöglich. Da, guck mal, das sind alles Aufträge. Wie soll ich denn das machen? Oh, du tust gerade so, als ob du der einzige Bauunternehmer in ganz Hessen wärst. Wenn ich der einzige wäre, dann könnte ich das ganze Jahr auf Hochzeitsreise gehen. Aber wenn ich es nicht mache, dann macht es die Baufahr. Oder der Ebermann. Und bevor ich mal von denen Halsabschneider die Aufträge wegschnappen lasse, da schenkst du deiner Frau lieber noch einen Brillanten und bleibst im Geschäft. Das ist immer noch billiger. Was? Evi, Mausi. Ja, Weber, hallo? 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 Margot? Frau
Steinbach, Schuster! Da, nehmen Sie das Gemüse und schmeißen Sie es in den Papierkorb! Los, los! Und rufen Sie den Juwelier Wimmer an! Das brillante Collier geht zurück! Das Collier, das ist schon da! Heute Morgen hat er das daheim abgeben lassen! Ach du meine Rhein! Dann gute Nacht! Wenn meine Frau jetzt nach das Collier sieht, dann kann ich mich einsalzen lassen. Was soll man dann machen? Ich kann ja doch schlechte elektrische Eisenbahn schenken, oder? Können wir doch nicht machen. Nein. Es tut mir leid, Herr Weber, aber Ihre Frau ist nicht zu Hause. Probieren Sie weiter. Sie muss daheim sein. Wahrscheinlich geht sie nicht dran. Also so schnell, dass ich mich nicht klar gerieche. Also alle 10 Minuten. Und lassen Sie es lang, Leute. Nein, nicht Sie. Wie viel? 70 Kubikmeter Beton. Bis wann? Moment. Eva, was für eine Freude. Oh, Eberhard, das ist so lieb von dir, das werde ich dir nie vergessen. Meine Latifundien stehen dir zur Verfügung, ebenso meine Wenigkeit und die Reste meines Personals. Ich habe das rote Zimmer für dich herrichten lassen. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Du bist meine letzte Rettung. Ich warte immer noch auf dich, seit dem Abiturientenball. Naja, Eberhard, du hast zu lang gewartet. Und der Christoph hat nicht warten können. So ist das Leben. Komm jetzt, sonst fange ich noch an, hier zu holen. Eugen, bring Sie den Wagen in die Garage. Ja. Herr Weber! Chef! Ja? Kommen Sie schnell, ein Anruf! Sag Sie, ich will schon fort! Das habe ich schon gesagt. Aber der Herr behauptet, er kennt Sie und Sie wären bestimmt noch da. Ach. Ich lese ihn auf den Apparat. Ja. Moment, ich verbinde. Ja, Weber? Ja, wie gibt's denn sowas, dass man von dir auch mal wieder was hört? Ja, und das fällt dir jetzt ein? Weißt du dann, wie spät es ist? Du hast vielleicht Nerven. Na, nein, unmöglich. Heute ist mein Hochzeitstag. Und der Haussicher, der hängt sowieso schon schief. Schiefer geht's gar nicht mehr. Also heute geht's auf gar keinen Fall. Und was? Die Baufahrt? Ja, was? Ja, was denkst du dir dann? Natürlich bin ich interessiert. Wie viel? 4 Millionen. Ja, und wo kriegst du die 4 Millionen her? Aha. Nein, nein. Vom Denkmalsamt, ich verstehe. Ja, das würde mich schon interessieren. 4 Millionen sind kein Pappestiel. Aber gerade heute, die Eva bringt mich um. Ja. Also gut, weil du es bist. Um 7. Aber ich muss erst heim. Und eine Stunde brauche ich noch bis zu euch. Ja, ja, das besprechen wir dann. Und wenn ich um 7 nicht da bin, dann rufst du die Polizei an.
Dann hat mich die Eva mit dem Küchenmesser massakriert und du bist schuld. Also bis daher, ja. Margot? Ja? Margot? Ja? Wo haben Sie die Rose hin? Die Rose? Die Rose, die 27. Ja, ich hab gedacht, wo sie sie nicht brauchen und wegschmeißen. Das habe ich nicht übers Herz gebracht. Gib sie her. Vielleicht brauche ich sie noch. Um 7 habe ich Termin in Meppenheim. Und rufe sie daheim an und sage, ich wäre schon unterwegs. Ja. Vielleicht geht sie jetzt dran. Eva! Evi Mosi! Eva! Ich bin's. Kann ich die Eva sprechen? Zwar sofort. Nicht da? Ach komm, Oma, mir kannst du das doch nicht vormachen. Wo soll sie denn sonst sein? Nur der übliche Hochzeitstagsschlamassel. Also bei dir ist sie nicht. Jetzt riech dich doch nicht auf, Oma. Ja, sobald ich sie gefunden hab. Ja, ja. Wenn das nicht hilft, dann ist ihm nicht mehr zu helfen. Gefall ich dir? Aurora, die Morgenröte, höchstpersönlich. Ach, in meinem Alter ist es wohl eher die Abendröte. Mein Gott, ist das schön. Ich habe zwar nicht viel, aber Stil habe ich immer noch genug. Hoffentlich kommt er überhaupt. Oh, keine Angst, er kommt. Möchtest du ein Aperitif inzwischen? Gerne, Eberhard. Herr Baron, ich glaube, der erwartete Gast ist soeben vorgefahren. Na bitte, wer sagt's denn? Eugen, seien Sie so nett und servieren Sie den Aperitif. Ich bin gleich wieder da. Wenn du den alten Kasten wieder tipptopp haben willst, dann sehe ich schwarz. Mit 4 Millionen kommen wir da nicht weit. Grüß dich, Christoph. Grüß dich, Johann. Grüß dich auch immer, Dina. Neben dir sieht jeder schlecht aus. Wie geht's dir denn? Eigentlich kann ich nicht klagen. Wenn am Dach nicht viel ist, dann kommen wir vielleicht hin. Wie alt ist es dann? Das Dach, das ist so alt wie ich. Aber komm, lassen wir das. Das hat Zeit. Ich habe ein Menü für uns herrichten lassen. Zeit? Ich denke, dir pressiert so. Mir nicht. Und? Wem dann? Naja, du wirst dir schon ein paar Tage Zeit nehmen müssen. Ein paar Tage? Du bist vielleicht gut. Du hast ja keine Ahnung, wie es bei uns zugeht. Wenn du nicht ein alter Freund wärst, dann hätte ich glatt absagen müssen. Schon welche der Eva, der wäre das allmählich sowieso zu viel. Ah ja, die Eva. Wie geht's dir denn? An und für sich gut. An und für sich geht's mir auch gut. Aber eigentlich geht's mir schlecht. Eigentlich fehlt es der Eva an nichts. Aber irgendwas scheint ihr doch zu fehlen. Wer wird schon schlauer als deine Frau? Ich liebe sie.
Das kannst du mir glauben. Was? Nach 28 Jahren immer noch? Das ist ja das Verrückte. Eigentlich wird sie mir jedes Jahr lieber. Wenn man jung ist, da kann man das gar nicht verstehen. Da ist man verknallt, da macht man ganze Menge dummes Zeug und so. Aber später so, nach der Silberne, da wird einem eigentlich erst so richtig klar, was man dann hat. Naja. Dann ist doch alles in bester Ordnung. An und für sich schon. Wie kann man einer Frau beibringen, dass man sie gern hat? Ja, sogar immer noch liebt. Ohne, dass man im Geschäft gleich pleite gehen muss. Kannst du mir das sagen? Hm? Das Geschäft, das mache ich doch nicht welche mir. Mal ganz davon abgesehen, dass ich das ohne die Eva ja gar nicht geschafft hätte. Und jetzt, wo wir was sind, da ist es auch wieder nichts. Was gibt's denn da zu lachen? Sie ist fort, Eberhard, auf und davon. Bei der Schwiegermutter ist sie nicht und bei der Susanne ist sie auch nicht. Ich bin ein gebrochener Mann, Eberhard, und du lachst. Wenn das so ist, dann kannst du deine alte Kaste selber renovieren. Moment, Moment. Darf ich bekannt machen? Herr Christoph Weber, Frau Eva Weber, Eugen Champagner. Hallo Christoph. Schön, dass du es doch geschafft hast. Na, setz dich doch. Was ist denn? Hast du die Sprache verloren? Ja, und der Verstand gleich mit. Kommst du hierher? Und woher weißt du, dass ich hier bin? Das ist doch kein Kunststück. Wenn irgendwo ein Millionengeschäft winkt, ist mein Christoph nie weit, oder? Ja, dann war das alles nur, um mich reinzulegen? Nein, so würde ich das nicht sehen. Das ist doch alles nur zu deinem Besten. Was tut man nicht alles für einen Mann, der nicht weiß, wie er es seiner Frau beibringen soll. Du Schlange, du. Und ich Säckel fall drauf rein. Am besten, du gewöhnst dich dran, dass du gegen mich keine Chance hast. Warte nur, wenn wir daheim sind. Wir gehen nicht heim. Wir gehen nicht heim? Wir bleiben hier. Der Eberhard hat uns das rote Zimmer herrichtet. Der muss nach England zum Golfturnier. Wir können 2 Wochen bleiben. 2 Wochen? Flitterwochen. Du glaubst doch nicht, dass ich mich um meine Flitterwochen bringen lasse. Du bist vielleicht eine Schlange. Und sowas habe ich an meinen Busen genährt all die Jahre. Nein, Stoffel, das verwechselst du. Erstens habe nicht ich an deinem, sondern du an meinem Busen gelegen. Und zweitens bin ich nicht die Schlange, sondern die Eva. Hallo Mama, gibt's heute kein Frühstück? Psst, nicht so laut! Mach die Musik aus, der Papa ist schon im Stall. Man wird noch seinen Spaß haben dürfen. Und außerdem, heute ist Samstag, da hab ich frei. Papa! Hey,
Hallo. Wo steckst du denn? Aber. Nicht so blöd, Bertha. Ich kann einkommen, wann ich will, oder? Ja, wie? Seid ihr alle noch nett gemolken? Na, so eine Schlamperei. Dann sind wir halt alle voll, wa? Was ist denn das für ein Krach? Nicht nur Samstags kann man in Ruhe ausschlagen. Armes Kind, aber auch. Da. Was soll denn das sein? Das haben sie im Werbefernsehen gezeigt. Knuspis. Sieht ja aus wie Katzenfutter. Hat aber 17 Vitamine und 28 Mineralien. Alles, was der Junge im Aufbau begriffene Körper braucht. Na und erzähl, wie war's im Ballett gestern? Da war ich zum letzten Mal, das sage ich dir. Wieso? Was soll denn das heißen? Weil ich keine Lust mehr hab, immer die Dritte von links zu tanzen. Der Solo hat natürlich die Birgit wieder gekriegt. Nein. Also das find ich jetzt aber. Also wie find ich dann das? Ja und warum? Du tanzt doch so schön. Weil ich nichts anzuziehen hab. In dem ausrangierten Fummel von meiner großen Schwester seh ich doch aus wie ein sterbender Sohn, nicht wie ein Schwan. Wo du so schön tanzt. Also ich verstehe das nicht. Also, wenn der Papa mir kein neues Kostüm kauft, dann geh ich ja nicht mehr dorthin. Ich werd mit dem reden. Aber nicht beim Frühstück. Wo die Melita gerade durch die Prüfung gefallen ist, ist jede Karriere ein rotes Tuch. Oh, Baby, Balle, 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 Balle. Oh, Thorsten! Oh, Baby, Balle, Balle. Oh, Baby, Balle, Balle. Ich doch, Thorsten! Oh, Baby, Balle, Balle. Thorsten, lass es! Thorsten! Deiner Stelle will ich ins Bett gehen und dann Rausch ausschlafen. Wenn der Papa aus dem Stall kommt, dann haben wir ja wieder den totalen Terror. Der Papa? Der Papa kann gar nicht aus dem Stall kommen, mein kleines Schwesterlein, weil der Papa gar nicht im Stall ist. Was? Er ist doch um 5 Uhr aufgestanden. Na, das kann ja sein. Aber im Stall ist er nicht. Und in der Scheune auch nicht. Und in der Melkstube auch nicht. Na und? Vielleicht ist er in die Kirche. Kann ich nachher der Mofa haben? Ich muss gleich in die Stadt. Moment! Soll das heißen, die Kühe sind noch nicht gemolken? Und gefüttert hat er sie auch nicht. Aber wenn ihr denkt, dass ich jetzt melken gehe, habt ihr euch geschnitten. Weil ich gehe nämlich jetzt in die Haie. Krieg ich jetzt den Mofa oder nicht? In die Stadt kannst du jetzt sowieso nicht. Wir müssen das Vieh versäuen. Immer ich. Nachher habe ich die Geschäfte zu. Tja, da kann man nichts machen. Komm, ich zieh mir schnell was an und dann hilfst du mir. Warum nicht die Melita? Weil die das nicht kann. Außerdem ist es schlecht für ihre Modelkarriere. Komm jetzt. Dann kaufe ich doch das neue Kostüm. Du, und woher willst du das Geld hernehmen? Dem Papa zieh ich das schon aus der Nase. Eigentlich wollte ich ja endlich den Geschirrspüler, aber deine Karriere geht vor. Und überhaupt, was ist das für eine Art, einfach alles stehen und liegen lassen? Der Papa wird immer komischer. Das kannst du laut sagen. Moin, Frau Kappler. Wo soll sie hin? Was? Die Geschirrspülmaschine. Für uns? Eine Geschirrspülmaschine? Wir haben keine Geschirrspülmaschine bestellt. Manfred Kappler, das ist doch hier, oder nicht? Schon. Na also. Ja, aber mein Mann ist nicht da im Augenblick. Spielt der Manns Geschirr oder Sie? Na also. Ich wäre ganz still und täte nehmen. Wenn Sie hier noch überschreiben täte. Und für die Stereoanlage auch. Mama, die Stereoanlage ist sicher für mich. Soll das alles für uns sein? Das steht doch auf dem Lieferschein. Und unser Chef wird Ihnen sicherlich nicht die Geräte zum Spaß hinstellen. Also das ist ja direkt unheimlich. Zwei Dutzend rote Rosen für die Frau Agnes Kappler. Bitte sehr, Madame. Und einen schönen Tag noch. Vom Papa. Für die Frau, für die mir nichts zu teuer ist, dein Manfred. So, das hätte man. Dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Die Installationsanleitung liegt im Karton, gell? Und wenn es mal Probleme gibt, Anruf genügt.
der muss übergeschnappt sein. Oder ich träum. Halt, wo willst du denn hin? Die Stereoanlage auspacke. Nix, die bleibt in der Packung, bis der Papa kommt. So, und jetzt wird das Vieh versorgt. Allah, ich hab noch groß Wäsch heute. Papa? Mama? Warum regst du dich so auf, Mama? Vielleicht hat er es endlich geschnallt. Du kannst sagen, was du willst, da stimmt was nicht. Ich kenne deinen Vater. Es wäre das erste Mal, dass er freiwillig was hergibt. Einen Geschirrspüler. Wo er immer gesagt hat, lieber spült er selber, als dass ihm so ein Gelump ins Haus kommt. Hat er sich doch bei allem umgestellt. Beim Kosten sein Auto, bei meiner Ballettstunde. Und seit die Melita auf Model macht, hat er ja Wattner mit dran gerät. Und jetzt, wo sie 500 Mark verdient am Tag, sieht halt auch aus, dass er sich geirrt hat. Wollen wir es hoffen. Wenn ich nur wisst, wo er ist. Gefalle ich euch? Ist das nix? Bisamwamme. Ein bisschen knapp um die Hüfte, aber sonst sitzt er. Dafür habe ich den Ware günstig gekriegt. 11.000 Kilometer, Garageware. Wie neu. Und unseren kleinen Kombi hat er noch günstig in Zahlung genommen. Damit kostet uns das Prachtstück 2.000 im Monat. Bei nur 40 Monatsrate, inklusive Zins und Tilgung. Hast du die Blume gekriegt, Mädchen? Weißes Leder? Ja, was denkst du? Setz dich mal neu, los. Probier's mal aus, ohne, nimm mit, der letzte Knopf. Jawohl, elektrische Fenster, automatisches Klappdach. So was hat Hast aber auch noch nicht gesehen. Hä? Da staunst du, gell? Ist das was? Hä? Ja. Manni. Radio hat er auch, mit 12 Lautsprecher. Die Caroline hat sich doch immer einen Kassettenspieler gewünscht, wenn wir zu der Oma fahren. Manfred, das ist doch nicht dein Ernst. Sag, dass das nicht wahr ist. Wieso? Das ist noch lange nicht alles. Frag mich doch mal, wie viel Uhr es ist. Na los, komm. Da, stimmt genau. Samstag sind 19, 80 Karat, 17 Steine. Wasserdicht, stoßfest. Da kannst du in 300 Meter Tiefe mit dem Bulldog drüber fahren. Da geht die keine Sekunde nach. Aber dir habe ich noch ganz was Feines mitgebracht. Na los, machst du mal auf, komm. Aber Vorsicht, das blendet. Ja, da zieh's mal an. Ja, komm, das beißt nicht. 52 Steine. Lupen rein. Das sind genau 12 Karat. Ach, was soll ich dann? 12.000 Mark. Die Karat, die stehen auf der vereinigten Urkunde. Lass nur, das sind Tränen des Glücks, diesmal. Nicht wie sonst. So sieht eine glückliche Frau aus. Sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Jetzt halte mal die Luft. So redet man nicht mit seinem Vater. Und sowieso, ab sofort haben wir die Bosse Loch. Der Hof wird verkauft und die Kühe kriegt der Nachbar.
Mir langt's nämlich. Mir auch. Mama, sag doch was. Nimm das Ding von meinem Hals. Das bleibt dran. Der Stallklamotte ziehst du aus. Ich hab den ganzen Kofferraum voll Modellkleider. Du sollst mir das Ding abmachen. Also, Papa, du bist echt unmöglich. Was willst du denn damit beweisen? Ja, und ob der Hof verkauft wird oder nicht, da hab ich auch noch Wörtchen mitzureden als dein Sohn, gell? So geht das nicht. Ach, auf einmal hast du auch was zu sagen. Da guck mal an. Aber wenn's drum geht, um 5 zu melken, da hört und sieht man nichts von dir. Oder dir. Oder dir. Euch ist doch unser Hof nur ein Klotz am Bein. Sterbende Schwäne füttern, anstatt hungrige Hühner. Gell? Ja. Wer im Stall schafft, der riecht halt nicht nach Eau de Cologne. Wie ihr wollt. Ich habe auf jeden Fall die Nase voll. Und ich kann auch nicht länger mit angucken, wie euch die Mama, welche jeden Dreck nachlaufen muss. Mama, ist die Wäsche noch nicht trocken? Mama, ist das Essen noch nicht fertig? Mama, hin und Mama vorne. Schluss! Aus! Wir haben lang genug geschuft. Jetzt wird gefeiert. Gell, Mama? Wir haben die Kie doch gemolken. Was willst du dann? Die Mama und ich. Einmal im halben Jahr. Sonst habt ihr mich gemolken. Alle Nase lang was Neues. Ballettstund, Aerobikkurs, Rallye-Reife, Videokassette, Mikrowelle, Abendkleider, Lederjacke und was weiß der Teufel noch alles. Wir sind pleite, meine Lieben. So? Und da gehst du hin und kaufst dir so einen Pelzhummel und der Luxus steht da? Jawohl. Und wenn der Hof verkauft ist, ist noch genug Geld übrig für gleich gemütlich 2-Zimmer-Wohnungen in der Siedlung für die Mama und mich. Ihr zwei seid alt genug, um euer Geld zu verdienen. Die Caroline, die kann zu der Oma gehen. Das ist ja sowieso lieber, weil bei der Oma, da muss man ja nichts schaffen. Bist du jetzt fertig? Kommt darauf an. Wieso? Weil ich das nicht mehr mit anhören kann. Mama! Mama, komm, wir machen gleich Spritztour. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Wie man es macht, ist nichts. Große Sprüche, wie immer. Zuhälter sieht der aus. Kann der dann das? Ich meine, einfach alles verkaufen? Der Hof gehört doch auch dir, Mama, oder? Ich kenne einen Anwalt in Frankfurt. Da kann ich dir die Nummer geben. Mama, jetzt sag doch was. Was soll ich dann sagen? Kinder. Das Schlimme ist, er hat ja nicht ganz Unrecht. Jetzt fang du auch noch an. Jawohl. Und du hörst zu. Vor allem du. Wenn du nämlich mehr Interesse zeigen tätst und mal richtig zubacken tätst und nicht jedes Mal in deinem Flitzer verschwinden tätst, wenn hier alles drunter und drüber geht, dann hätte dein Vater vielleicht nicht das Gefühl, es ist sowieso alles für die Katz. Na, du hast's nötig. Du hockst doch eh bloß in der Küche rum und studierst Versandkatalog. Lass die Mama. Na, na. Lass nur. Ich glaube, es wird höchste Zeit, dass wir uns mal alles sagen. Also. Herr Direktor Ballmann, der Herr Kappler ist da. Was? Schon alle gelaufen? Das ging aber schnell. Sie haben doch gesagt, bis um 5, weil Sie noch in die Prunksitzung wolle. Und sowieso. Eine Minute länger und die hätte mich gelyncht. Die Gesichter hätte sie sehen sollen. Hier, für Sie, Herr Direktor, als Miete sozusagen. Oh, riecht gut. Und schmeckt noch besser. So, und hier sind Ihre Preziosen. Mit Dank zurück. Der Hut, der Mantel. Schal und natürlich die Uhr. Der Bar habe ich voll getankt, der Schlüssel steckt. Ja, nehmen Sie doch Platz. Ja, Dankeschön. Und wie war das Gefühl, als Herr Neureich durch die Lande zu kutschieren? Sind Sie mir nicht böse, Herr Direktor, aber das wäre nichts für mich.
Und da möchte ich Sie auch gleich mal was fragen, wenn ich darf. Bitte, bitte. Auch ein Schnäpschen? Nein, nein. Ich muss ja noch heim. Ich verstehe. Die Familie aus ihrem Albtraum befreien. Ich hoffe, der Schuss geht nicht nach hinten los. Tja, aber Ihre Frage? Ja. Wie soll ich denn sagen? Wie soll ich mich mal ausdrücken? Man macht sich ja so seine Gedanken, nicht wahr? All die Sache und der Ware, das kostet auch Vermögen, oder? Brauchen Sie das eigentlich? Brauchen nicht. Aber man will doch wissen, warum man sich abrackert in der Firma, nicht wahr? Der tät Ihnen doch genauso. Wenn Sie gesät haben, dann wollen Sie doch auch ernten. Und je mehr, desto besser, nicht wahr? Ja, schon. Aber trotzdem, ich glaube, das ist doch was anderes. Kartoffel braucht der Mensch. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank. Dann bis Montag. Nichts zu danken. Wenn alles klappen sollte, dann wäre das unnötig Zeug ja zu was gut gewesen. Nicht wahr? Natürlich. So kann man es auch wieder sehen. Ach ja, am Montagabend, da ist Vereinssitzung. Der Paul lässt anfragen, ob sie kommen könne. Weil, falls mir den Mittelstürmer kaufen wolle, braucht die Vereinskasse kräftig Spritz. Ja, ja. Ich komme. Wozu ist so ein Ehrenvorsitzender sonst gut? Und jetzt wissen Sie auch, warum ich das brauche. Nicht wahr? Mama? Mama? Hallo? Und das um 5:30. Jetzt haben wir die Bescherung. Guten Abend, der Herr. Was ist denn hier los? Küss meine Hand. Küss meine Hand, du Bauernlümmel oder Schlang da eine. Ich nehme an, ihr seid dahinter gekommen. Wer hat mich verpetzt? Ich bin doch keine Sekunde auf den Blödsinn reingefallen. Bisam Wamme, goldene Uhr. Für wie dumm hältst du mich dann? Ja, mit dem Collier um der Hals hast du aber ganz schön dumm aus der Wäsche geguckt. Also, Papa, wir sind ja alle drauf reingefallen. Aber zu deinem Pech oder zum Glück. Hat gerade eben vor einer halben Stunde die Frau des Direktors angerufen. Sie hätte gern ihr Collier wieder. Für die Prunksitzung heute Abend. Ja, ja. Ach. Wer anderen eine Grube gräbt, gell? So, du Held. Und jetzt schmeißt du dich auch in Schale? Und dann fahren wir all zusammen zum Direktor und du gibst das Collier ab. Und dann gehen wir piekfein essen. Keine Sorge, das zahlt alles unser Melita von ihrer Gage. Gell, Melita? Zur Feier des Tages. Und zum Feiern haben wir ja genug. Und was zum Beispiel? Zum Beispiel unseren Baba.
Franny. Ja? Warum hast du da nichts gesagt, dass der alles zu viel ist? Statt so ein Theater zu machen, meinst du? Aha. Ich war in meinem Leben nur einmal im Theater. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Stück geheißen hat, so lange ist das her. Aber eins weiß ich noch ganz genau. Ich hab geheult wie ein Schlosshund. Obwohl das doch nur Theater war. Sarah. Sarah kann man viel. Da ändert sich doch nichts. Aber so ein richtiges Theater, da begreifst du plötzlich, um was es geht. Oder? Na, dann steige mal ein, du Shakespeare. Dein Klunke auch überall mitschleppen. Du hast es nötig. Du gehst doch sogar mit deinem Aktenkoffer ins Bett. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin mit einer Aktentasche verheiratet. Komm, ich muss noch zum Friseur. Ich werd verrückt. Günther! Gehst du schon mal aufs Zimmer? Ich komm gleich nach. Was ist denn? Wir kommen zu spät auf die Gala. Jetzt dreh nicht durch. Auf die Gala sind wir jedes Jahr zu spät gekommen. Und das ist nicht wegen mir, sondern wegen deiner Dauerwelle. 10 Minuten kannst du derweil ja den Friseur kommen lassen. Leopold Lambrecht. Ja? Jetzt auf los, du kennst mich nicht mehr. Sollte ich? Mensch, Leopold, jetzt bin ich fast beleidigt. Der Leopold, der Leopold, der Leopold, der rollt, na, dämmert's? De Günther Brock. Ja, sowas. Und der dicke Leopold, ganz der Alte, was? Und der dumme Günther, auch ganz der Alte. Also, den Dummen kannst du weglassen, gell? Auf der Schule war ich vielleicht nicht der Hellste, aber da habe ich mal auch nicht gelernt, wie man Geld verdient. Und in dem Fach bin ich eine glatte Eins. Aber du, was macht denn unser Musterschüler in so einem Nobelschuppe? Oder bist du etwa auch der Gala vom Verband? Welchem Verband? Nein, bitte. Ich bin hier. Hast du das gesehen, du? Erste Klasse. Was? Ach so, hab ich ja ganz vergessen. Mit Mädchen ist bei dir ja nie viel gelaufen. Aber ich kann's nicht lassen. Je länger, je lieber. Oder wie der Lateiner sagt, ein guter Hahn wird selten fett. Ich denke, du bist verheiratet. Hast du nicht mit der dicken Hedwig aus der Parallelklasse was gehabt? Aber was stehen wir hier rum? Komm, das muss doch begossen werden. Also, ich weiß nicht. Ich erwarte noch jemand. Oh. Blond, schwarz oder rot? Ach, nicht, was du denkst. Also gut, auf ein Glas. Aber nur 10 Minuten, gell? Das langt allemal. Ich habe eigentlich auch keine Zeit, aber was soll's? Wo wir uns doch mindestens, wie viele Jahre gesehen haben? Na, so 25 Jahre, denke ich. Sag mal, was riecht denn hier so? Wie? Schämchen? Ich riech nix. Nee, du! Du dampfst ja wie ein Moschusochs, mein Lieber. Also, wenn ich dir guten Rat geben soll, tu lieber was für deine Taille. Guck mich an, du. Kein Gramm Fett, da bin ich eisern. Jogging, Tennis, Squash und jede Morsche 50 Bahnen in meinem Pool. Haha, das hält fit, du. Komm, geh mal an die Hebe.
Garçon, zwei blutige Marie, aber ohne Gemüse und ein bisschen schneller als sonst, ja? Blutige was? Bloody Mary. Mensch, Leo, wo lebst du denn? Tomatensaft mit Wodka. Eine Bloody Mary besteht aus Tomatensaft, Wodka, Wustersoße, Salz und Pfeffer und Tabasco. Pfui, Teibel noch mal. So was trinkst du? Aber die nichts Anständiges? Anständiges. Du hast dich keinen Millimeter verändert, Leo. Anständiges. So kommst du nicht weit. Mein Lieber, das ist Powerplay da draußen. Mann gegen Mann, Zahn um Zahn. Ich möchte wetten, du wohnst immer noch in Kleinheppach, singst im Kirchenchor Bariton und nockst Freitag im Stammtisch in der Reblaus. Wenn dich deine Frau überhaupt aus dem Haus lässt. Ich bin Junggesell. Aber sonst hast du recht. Soll das heißen, du bist ledig? So, bitte sehr, die Herren. Für eine einzige Frau bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu viel auf einmal. Für eine einzige Frau bin ich zu viel. Das ist sehr gut, du. Das muss ich mal merken. Prost, Leo. Auf unsere unvergessliche Jugend. Prost. Also Tomatensauce habe ich eigentlich lieber zu Spaghetti. Die Augen links. Ist das was? So, jetzt werde ich nochmal zeigen, wie man sowas macht. Kann ich was für Sie tun? Ich suche Herrn Lamprecht. Dort. Na, da kann ich ja lange suchen. Die Inge. Ja, sowas. Mit dir habe ich gar nicht gerechnet. Es hat geheißen, du wärst in Paris. Und morgen in Milano. Aber was tut man nicht alles für einen Mann wie dich? Zimmer 102, wie immer? Wie immer, Zimmer 102. Ich komme gleich nach. Ich hab dir auch was Schönes mitgebracht aus Paris. Da wirst du Augen machen. Bis gleich. Zimmer 102. So, so. Wie jedes Jahr. Ja, wie? Willst du damit sagen, dass du einmal im Jahr... Also jetzt schalte mal deine schmutzige Fantasie ab. Da ist doch nichts dabei. Das ist ganz normal. Normal? Ja. Unter normal stell ich mal was anderes vor. Zum Beispiel? Ich. Ah. Ja, ich bin normal. So. Solid verheiratet. Naja, ab und zu bei Gelegenheit, du weißt schon. Hm? Aber du daheim im Kirchenchor singen und dann einmal im Jahr die Sau rauslassen, wo es keiner sieht. Gabi, Susanne. Ja, wo bleiben Sie denn? Der Champagner wird schon ganz warm. Ich habe einen alten Schulfreund getroffen. Darf ich vorstellen, Günther Brock, Gabi von Plötzen, Susanne Mertens. Angenehm. Also? Was ist jetzt? Na, ich stehe sage, er geht jetzt wieder rauf, strengt nur noch aus. 3 Minuten. Na, also das finde ich jetzt aber unmöglich. Na ja, wo wir uns auch das ganze Jahr über gefreut haben, dass Sie wieder Neues auf Lager haben. Na, was sind schon 3 Minuten? Die Vorfreude ist doch die schönste Freude. Aber ein bisschen was kann ich euch ja erzählen. Als Vorgeschmack sozusagen. Nein, das... Und das ist noch nicht alles. Wartet nur ab, bis ich meinen Koffer aufmache. Also, wenn das so ist, Leo, dann will ich dich nicht länger aufhalten. Gell? Nein, nein. Aber nicht so lange. Hm? Ich schwöre. Jetzt geh schon mit, das kann man ja nicht mit angucken. Nur keine Angst, die laufe mir nicht weg. Was ist? Was guckst du mich so an? Nix. Ich habe nur das dumpfe Gefühl, dass ich dich all die Jahre ziemlich unterschätzt hab. So? Ja. Ich habe immer gedacht, ich hätt's große losgezogen, aber wenn ich dich so sehe. Wie machst du das? Was? Na komm, bin ich dein Freund oder nicht? Du kannst mir doch nicht weismachen, dass eine... Entschuldige. Flasche, wie du eine warst, 3 so Supergirls abschleppt. Da muss doch ein Trick dabei sein. Ein Blindhuhn findet halt auch mal Körnchen. Na komm, so blind kann ein Huhn gar nicht sein, dass gleich 3 Körner findet. Und dann noch was für welche. Na, also komm, unter uns. Ich schwör's, ich sag's auch kein weiter. Auch nicht der Hedwig? Meine Frau, bist du verrückt? Nee, nee, meine Lippen sind versiegelt. Also gut, weil du es bist. Der Trick ist Geld. Geld? Geld. Und zwar nicht so wenig. Also komm! Geld. Du willst doch nicht behaupten, dass du... Nee, 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 das kannst du erzählen, wem du willst, aber nicht mir. Sowas gibt's nicht für Geld. Da kenne ich mich aus, mein Lieber. Also gut, wenn du mir nicht glauben willst, dann lässt's halt bleiben.
Wie viel? Das wird jetzt doch ein bisschen zu intim. Wie viel? 500? 1000? Schön wär's. Nee, das sind erstklassige Kräfte. Spezialistinnen erster Güte. Jeder Einzelne eine Klasse für sich. Nee, nee, da musst du schon ein bisschen was drauflegen. 2000? Bloß Erfolgsprämie. Erfolgsprämie? Und was sonst noch so anfällt? Ja, du meinst Hotel, Shampoos, Pipapo? Genau. Vor allem Pipapo. Da kommen schon so 10.000 bis 15.000 zusammen wie nix. 10.000 bis 15.000? Pro Monat. Mein lieber Scholli. So, und jetzt muss ich wirklich. Zahlen bitte. Lass stecken, das geht auf mich. Aber ich hab da noch eine Frage. Ich meine, du musst nicht, wenn du nicht willst. Was? Also die Gala ist erst um 8. Und bis mein Alte mit ihrer Kosmetik fertig ist, da hätte ich noch genug Zeit. Ich meine, was hältst du davon, wenn ich noch einen Sprung mit hochkomme? Hm? Hoch? Du meinst mit hoch? Nur Interesse halber. Ich fürchte, das wird nicht gehen. Nicht wegen mir. Aber ich glaube, da machen meine Mädchen nicht mit. Naja, war auch nur eine Frage. Gibt eben keine Freundschaft mehr. Mann gegen Mann. Zahn um Zahn. Ja, 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 ich hab's schon verstanden. Also dann, wünsche ich dir viel Spaß. Hm? Das heißt, das braucht man dir wohl nicht zu wünschen. Das versteht sich bei der Besetzung hoffentlich von selber. Mann dankt. Und grüß die Hedwig von mir, gell? Sie wollen zahlen? Hm? Nee, jetzt brauche ich erst einen doppelten Wodka. Aber ohne Spaghetti-Sauce. Du, der Leo wartet sicher schon. Ah, hallo. Bitte, meine Damen, nicht alle auf einmal, gell? Jede kommt dran. Und wir haben Zeit. Das darf doch alles gar nicht wahr sein. Komm doch mal her, Karin. Guten Tag. Guten Tag. Lamprecht. Electricity. Mit dieser neuen Duftnote, meine Damen, werden wir unseren Distrikt Süd aus der Sommerflaute heraus elektrisieren. Na, ist das ein Düftchen? Mm. Ja, da gehe ich jetzt das Zeug von der Konkurrenz das reinste Nasenwasser. Ja, und mit Ihnen neue Flasche vorne. Ist unserer Firma endlich auch mal etwas Elegantes. Ich möchte fast sagen, etwas Verführerisches gelungen. Gell? Jetzt passt mal auf, Mädchen. Jetzt wollen wir mal unsere Verkaufsstrategie durchziehen. Obwohl, bei dem Duft verkauft sich das von selber. Inge, Inge, wärst du mal kurz so nett? Hm? Komm doch mal bitte her. Ach so, der Angeber von der Bar. Du musst nur so tun, als ob. Ach, ich verstehe. Der denkt, dass du und ich. Denkt er? Na, dann wollen wir ihm mal einen schönen Denkzettel verpassen. Günther, was ist denn? Was guckst du denn? Wir kommen zu spät. Wir haben schon die Hälfte verpasst. Das Gefühl habe ich auch. Was murmelst du da? Nix. Ich glaube, man wird alt. Du vielleicht, ich nicht.